Hallo, herzlich willkommen zu Teil 2 von unserem kleinen Vlog aus unserer USA-Reise. Es ist gerade 22.38 Uhr Ortszeit. Wir sind vor wenigen Minuten gelandet in San Diego. Es ist Sonntagabend und morgen früh drehen wir ein kleines Musikvideo. Weston von Arcane Anthems ist schon da, glaube ich, am Flughafen. Und jetzt können wir rausgehen und ihn treffen und dann schlafen. Und morgen ein Musikvideo drehen. Und let's go. Ich habe vergessen, wie sein Auto aussieht. Ich glaube, es war weiß. Da ist er. Hallo. Hallo. How are you? Hi. Yes. Good to see you. We have so many bags. I'm so never-ending story. God. Yeah. Hello. Wir haben Weston gefunden. Wir sind in San Diego angekommen. Good to have you back. Please be careful. That one is very heavy. You know, I've been working out, you know? I forget people aren't as weak as I am. This is insane. And hello, Chris. God. Let's go. Good, all right. Let's see if it closes. The lids aren't green, so. Nah, not quite. Suspense. Aww. Yeah. Nice, let's go. Okay, herzlich willkommen in San Diego. Es ist 20 Minuten von Mexiko entfernt, was ich sehr witzig fand, dass ich das letzte Mal herausgefunden habe. Like everything in America is super far away, except Mexico. That's Mexico's like 20 minutes. Right there. Guten Morgen, es ist der nächste Tag. Es ist 8 Uhr morgens, wir haben mega verpennt. Weston ist schon am Start. Und er weiß nie, was ich sage, weil er kein Deutsch spricht. Mega. Wir fahren jetzt zur Location. Da haben wir so eine Dungeons and Dragons Taverne mäßig. Aber erstmal wollen wir uns auch frühstücken in einem Drive-Thru, nicht Drive-In. Drive-In ist hier sehr gefährlich, wenn man das so sagen würde. Und dann drehen wir das Musikvideo. Right? Then we shoot the music video. Yes! And it's gonna be amazing. Yes! Oh my God, how did you understand German? What do you mean? Ich weiß nicht, ob es angebracht ist oder nicht, aber wir haben jetzt Milkshakes zum Frühstück geholt. Also Amerika. This is America. Guns and Milkshakes. Let's go. Oh, it's funny, because it's true. Hello. Leute, das ist Ashlyn. Sorry, I'm German. Das ist Ashlyn und sie stellt uns heute die Location und sie macht auch D&D-Content und baut vor allem so Miniatursachen und so Terrains, auf denen man spielen kann. Ziemlich cool, zeigen wir euch gleich. I've never seen anything like this before. Really? Yeah, not like in real life. Das ist der Raum, in dem wir heute dieses Musikvideo filmen werden. Und es kommen später noch ein paar Leute, die dann noch so mitspielen werden. Wir werden quasi so eine Art so ein D&D-Spiel zeigen und dann damit quasi so ein bisschen hantieren. Es geht in dem Song so ein bisschen darum, um einen DM, der eine sehr unberechenbare Party hat. Und Hi! You're my friend now. Ja, und der quasi der verzweifelt ist, weil seine Party alles tut, was er nicht möchte. Und ich glaube, das könnte ganz witzig werden. Okay, so, ich fange schon mal mit aufräumen. Wir machen noch die letzten Shots auf dem... Die Stelle brauchen wir nicht machen, oder? Dingsi, und dann wird das schon gehen. Zweiter Tag. Hallo! Oh, hallo! Yeah. Mikro direkt in mein Gesicht. Hi Leute, herzlich willkommen bei MTV Cribs. Das ist meine Bude. Ich zeige einfach nur mal ganz schnell rein. Ja, mehr dürft ihr auch nicht sehen. Tschüss, verpisst euch. Oh, ich habe meinen Schlüssel noch vergessen. Ja, wir haben gestern leider vergessen, noch eine Abmod aufzunehmen. Wir waren tot, die Akkus waren leer. Nicht nur unsere Akkus, sondern auch das Kamera-Akku war alles leer.
Und dann wollten wir es abends im Hotel machen und wir sind einfach instant eingepennt. Es war echt langer, langer Tag. Aber das Musikvideo ist sehr cool geworden, denke ich. Ja. Und heute ist frei und wir haben nicht wirklich hier was geplant. Wir wollten einmal was Geiles frühstücken gehen. Dann wollten wir zu Sephora gehen und ganz viel Geld für Make-up ausgeben. Dann wollten wir noch in eine Shooting Range, weil ich will unbedingt mal eine Waffe in der Hand halten. Und ja, just girly things, you know. Do you like just girly things? Then you'll love more girly things. Vor allem schießen. Yeah! Let's go! Ich glaube, Cheesecake Factory ist geil zum Frühstücken, doch. Da drüben. Let's go! Also ich meine, wir essen jetzt einfach viel und dafür esse ich einfach den Rest des Jahres gar nichts mehr. Dann sollte es ungefähr ausgeglichen sein. Oh, ich schwöre, Alter. Winterschlaf ist das größte Manko in der menschlichen DNA, dass wir das nicht machen können. Der Käsekuchen. Scheiße, da können wir nicht nur einen bestellen. Kennerin hat gesagt, dass ich hübsch bin. Okay. Ich habe mir gerade das Menü angeguckt und es sieht wirklich sehr lecker aus. Aber es gibt in Amerika ein Gesetz, dass sie die Kalorien daneben schreiben. Bei allem. Und hier gibt es einmal Fettuccine Alfredo für 1930 Kalorien für eine Portion. Das ist mehr als mein Tagesbedarf für eine Portion Pasta. Ich war froh, als es nicht daneben gestanden hat. Eine Carbonara für 2030 Kalorien. Ich komme nicht drüber weg. Es ist einfach, gleichzeitig steht hier unten, 2000 Kalorien am Tag ist das, was du brauchst. Und dann dachte ich mir, boah, ein heißer Kakao wäre jetzt geil. Factory Hot Chocolate, 820 Kalorien. Für ein Getränk. Ich weiß nicht. Essen wir jetzt trotzdem 4000 Kalorien jetzt zum Mittagessen oder? Okay, also das sind apparently 2000 Kalorien. Das Gemüse ist an der Seite, was ich ganz geil finde, weil dann kann man sich nur das drauf machen, was man mag. Das ist diese Mac and Cheese Kugel. Pommes. Also sieht nicht so besonders aus, wie ich geklungen habe, wenn ich ganz ehrlich bin. Guten Appetit! Okay, wir haben jetzt die drei Kuchen bekommen. Wir haben jetzt, nachdem wir noch mega fett gegessen haben, natürlich noch Cheesecake bestellt. Drei Stück haben wir bestellt. Das ist der Cookie Dough Käsekuchen mit Keksteig, rohem Keksteig. Das ist der beliebteste, normaler Käsekuchen mit so frischen Erdbeeren, die glasiert sind. Das ist nicht unbedingt die frischen Erdbeeren, die man sich unter frische Erdbeeren vorstellt. Und das ist der Geburtstagskuchen. Ja. Es ist ein Geburtstagskäsekuchen. Mit Geburtstagskuchen zwischen dem Käsekuchen. Oh mein Gott. Das ist schon sehr lecker. Oh mein Gott. Boah. Ich will doch noch mehr davon essen. Du musst auch andere probieren. Boah, das ist so lecker. Boah, das sind 10 von 10. Es ist ausschließlich Butter auch. Aber geisteskrank lecker. Ist schon lecker, oder? Dann haben wir noch den normalen. Hier mit den Erdbeeren. Boah, das ist so lecker. Scheiße. Und diese Erdbeere ist übertrieben lecker. Und dieses Zeug auf der Erdbeere macht es einfach nur noch mal so süß, aber nicht so eklig süß, weißt du? Es gibt manche Sachen, die sind so zu viel süß, aber das ist einfach geil. Aber ich fand den vielleicht noch geiler. Der ist so 12 von 10 und der ist so 10 von 10. Okay, und jetzt der Geburtstagskuchen. Wenn die Benjamin-Blümchen-Torte ein Käsekuchen wäre, das. Du bist ein Lebensjahr weniger. Ja. Mm-hmm. Oder? Mm-hmm. Sei ehrlich, wenn Benjamin-Blümchen-Torte einfach ein Käsekuchen wäre. Ja, exactly same. 200 von 10 würde jeden Tag wiederkommen und einfach in 3 Jahren 5000 Kilo wiegen und dann glücklich sterben. In 5 Jahren dann. Ja. Also ich würde dann in 5 Jahren sterben. Ich glaube, wenn du jeden Tag hier essen kommst, dann stirbst du wirklich in 5 Jahren. So, Cheesecake Factory war extrem lecker, extrem geil. Oh, es war so geil, oh mein Gott. Ich könnte direkt wieder reingehen und mal so einen Kuchen essen. Und jetzt gehen wir zu Sephora, ein bisschen Make-up einkaufen. Ich brauche nichts, aber ich will mal gucken. So, ich habe ein Bag, wir sind in Sephora drin. Und ich bin sehr gespannt, ob ich ein bisschen was finde, was es sonst nicht gibt. Charlotte Tilbury, Gucci. Gucci? Das gibt es bei uns auch nicht. Gucci? Weiß ich nicht, ob man das braucht. Ich habe extra ein Bag genommen, aber es gibt nichts, was ich kaufen kann. Wie schade. Paar Sekunden später. Okay, da vielleicht nichts kaufen wollte, sind es jetzt irgendwie zwei sehr schwere, volle Tüten geworden. Zum Großteil ist es irgendwie Skincare, weil die hier so Korean Skincare Sachen haben.
ich irgendwie cool fand und ausprobieren wollte. Und ganz viel von Patrick Tarr, weil der wirklich richtig schöne Sachen hatte. Und das gibt's nicht in Deutschland, ich wollte das ausprobieren. Und was habe ich hier drin? Hier ist der Kassenbon, der ewig lange drin. Und ich habe mir sehr viele von diesen Pickel-Acne-Spots geholt. Welche für tagsüber, welche für abends. Das geile Desinfektionsmittel. Und noch ein paar Sachen von Gucci, weil die echt schön waren. Gucci? Weiß ich nicht, ob man das braucht. Ich bin glücklich, weiter geht's. Jetzt irgendwo schießen. Mhm. Girly-Girl-Tag. Wir haben jetzt unser Stuff zurückgebracht und schaut, wer da ist. It's me. Again. Weston. For the 17th time. Für den, ja, 17. Mal jetzt da. Wir fahren jetzt zur Shooting Range und ich bin sehr aufgeregt. Let's go. Okay, wir sind angekommen bei der Gun Range. Ich bin sehr aufgeregt. Weston, what's your last tip before we go in there? You as an American-American. American-American? Oh, I mean, I was just telling you all, sound can't hurt you, so it's gonna be okay. And keep the gun pointed downrange. Keep it away from you and away from everyone else. Keep it pointed toward the target at all times. I play a lot of Valorant, so I mean, it's me it's too. The me same. Too. It taught me. I think we can find a Vandal in there. Yeah. We can ask for one. I'll grab the Phantom. That's my favorite. Let's go. Ich gebe hier Abruf. Ja. Long, du musst leider draußen bleiben. Es tut mir leid. Oh, ich muss sagen, ich bin voll elektrisiert. Also auf der einen Seite hat's Spaß gemacht, weil es so ein echt ein krasses Gefühl war, sowas, so eine starke Maschine irgendwie in der Hand zu halten. Auf der anderen Seite ist mir dieser Gedanke nicht aus dem Kopf gegangen, wie zum Fick kann man das auch nur in irgendeiner Weise auf irgendwas Lebendiges richten. Also das war so dieser Beigeschmack, der dabei war und ich muss sagen, das jetzt so in meiner Hand gehabt zu haben und zu spüren, allein wie bei der kleinsten, süßesten Pistole, die wir hatten, wie viel Energie dahinter ist, war gruselig. Okay, und jetzt lässt du dich tätowieren. Wir machen heute nur große Mädchensachen. Let's go. Das war eine sehr schlechte Idee. Wir sind gerade 20 Minuten durch San Diego gelaufen. Das Wetter ist super, aber das sah auf der Karte einfach sehr viel näher aus, als es war. Aber da müssen wir hin. Oya Bun Tattoo. Sieht man nicht so gut. Naja, Jules macht sich nämlich jetzt noch ein Tattoo. Das Versprechen aus Las Vegas wird eingereicht. Eingereicht? Eingelöst? Eingehalten? Eingelöst. Eingeschissen. Okay. Sehr viel Zeit vergangen. Diese Tattoo-Geschichte hat noch echt lange gedauert. Es ist mittlerweile 1 Uhr morgens. Aber schaut mal, wer zurück ist. Patient Nummer A mit Beweisstück A. Wie fühlen Sie sich? Du bist jetzt ein Stück weiter kriminell geworden. Ich fühle mich echt kriminell. Das ist ein sehr kriminelles Tattoo, finde ich. Es hat gar nicht so doll wehgetan, tatsächlich. Aber ich glaube nur, weil du sehr kriminell und cool bist. Dritter Tag. Guten Morgen. Ich bin schon wach, wir sind schon fertig und das liegt einfach nur daran, dass Jules da ist und mir noch geholfen hat und mich heute Morgen aus dem Bett geworfen hat und meine Sachen gepackt hat und mir noch Zahnpasta gebracht hat und... Danke, Mama. Sehr gerne, mein Schatz. Auf geht's zurück nach Deutschland! Ein weinendes und ein lachendes Auge. Ich freue mich auf Deutschland, ich freue mich auf die IEM und ich bin traurig, hier wegzugehen. Aber es wird Zeit. Tschüss, San Diego. Tschüss, absolut ranziges Dreckshotel. Tschüss, unendlich leckeres Essen. Und hallo Deutschland. Noch nicht ganz, aber bald. Let's go. Tu es, Jules. Das passiert genauso am Flughafen. Stirb. Auf den anderen. Wenn dein Koffer das kann, dann passt noch viel rein. Bei mir kann man nicht mal mehr die Stange hoch und runter machen, weil die innen entlang geht und da so viel Druck drauf ist, dass man die nicht bewegen kann. Jules, mein Körper ist auf 1 HP, seit ich geboren wurde. Ich kenne nichts mit Schwung oder mit Schmackes oder mit Kraft. Okay, wir sind am Flughafen. Ich hoffe, wir finden Jules. Das ist riesig hier. Ah, hab sie gefunden. Lol. Jules! 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 Wir sehen uns auf der anderen Seite.
Mikrofon noch.